Hallo, hier möchten wir euch unser Konzept einer Schulreform vorstellen. Dieses Konzept wurde von Waldemar Nibolzin und mir, Mirko Lukas, ausgedacht und soll euch nun als erster Entwurf vorgelegt werden zur Diskussion. Wir bitten um konstruktive Änderungsvorschläge. Wir beginnen mit der grundsätzlichen Struktur. Das Schulsystem soll grundsätzlich dreigliedrig beibehalten werden: Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Allerdings haben wir gesagt, wir wollen 6 Jahre Grundschule. Da die Kinder sich nicht bereits nach 4 Jahren Schule festlegen sollen, wie ihr weiterer Lebensweg auszusehen hat. Das gesamte Schulsystem ist viel flexibler als das jetzige. Dazu werde ich dann gleich kommen, wenn wir die Fächerauswahl besprechen. Es bleibt für diese Folie noch zu sagen, dass die Hauptschule, Realschule und Gymnasium weiterhin 9 bzw. 10 bzw. 13 Jahre sind, da wir das G8 als Schnellschuss in die falsche Richtung ablehnen. Die Modularisierung. Die Modularisierung der Fächer soll ähnlich aussehen, wie es bereits an Universitäten ist. Zu diesem Thema werde ich gleich noch mehr sagen, da werde ich nämlich einen exemplarischen Aufbau beschreiben. Die Notenskala soll von 15 bis 0 Punkten gehen. Wie ihr hier seht, 15 Punkte entspricht 1 plus, 14 Punkte der 1, 13 der 1 minus und so weiter, wie man es aus der Oberstufe kennt. Nur Punkte 2 und 3 werden hier auch nicht vergeben. Zum Thema Wiederholen und Notengebung werde ich dann gleich auch noch etwas sagen. Das hier fällt weg. So. Die Fächertabelle. Wie ihr seht, sind die Jahre 1 bis 6 immer zusammen, da es sich um die Grundschule handelt und man hier keine Wahlfreiheit hat. Und anschließend stehen hier die Klassenstufen, eben von 7 bis maximal 12. Die letzte Spalte habe ich weggelassen, da das hier nur ein Ausschnitt ist. Physik muss demnach in der 8. Klasse sowohl in der Realschule als auch im Gymnasium verpflichtend gewählt werden, ebenso in den Jahren 9 und 10. In der 11. Klasse zusätzlich noch im Gymnasium. Für Chemie gilt genau das Gleiche, allerdings haben wir hier noch eine Spalte Physik-Chemie, die zusammensteht, also in einer Zeile. Das bedeutet, es ist ein Wahlpflichtbereich. Der Hauptschüler hat also in der 8. Klasse die Möglichkeit, sich zwischen Physik und Chemie zu entscheiden. Er darf natürlich auch beides nehmen, er kann aber auch einfach Physik streichen und nur Chemie wählen. Die Fächertabelle etwas ausführlicher. Deutsch ist zum Beispiel in den unteren Klassenstufen immer verpflichtend. Allerdings später sehen wir es als nicht so wichtig an, da in den unteren Stufen vor allem Grundkenntnisse gelehrt werden sollen. Wie analysiere ich einen Zeitungsartikel? Wie schreibe ich ein Protokoll? Wie fasse ich meine Gedanken in einer Erlebniserzählung zusammen? Die höheren Klassenstufen, die sich dann mehr mit Literaturanalyse beschäftigen, sollen dann denen vorbehalten bleiben, die es möchten. Erdkunde ist ab der 7. Klasse verpflichtend zu belegen und muss allerdings nur bis zur 9. belegt werden. Alles, was darüber hinausgeht, ist für die einzelnen Schularten nicht verpflichtend. Übrigens hat man Erdkunde, Geologie in der Oberstufe als Wahlbereich, da beides eingeklammert ist. Die vollständige Tabelle unserer Fächer werde ich euch auch gerne dann zeigen. Sport nimmt in unserem Entwurf eine Sonderrolle ein, denn es soll erlebnispädagogisch gestaltet werden, das heißt nicht darauf ausgelegt werden, möglichst viel Fußball zu spielen, sondern mehr das Gruppengefühl stärken und damit auch Leute, die nicht so sportlich sind, nicht generell auszuschließen. Im Übrigen gilt, dass der Schüler im Fach Sport entscheiden soll, ob seine Note im Zeugnis vermerkt wird. Notengebung. Bei der Notengebung haben wir uns ebenfalls am System der Universität orientiert. Die Leistungen sollen durch Hausaufgaben, kleine Leistungsnachweise und eine Schulaufgabe am Ende oder auch zwei Schulaufgaben aufgenommen werden. Die Hausaufgaben sollen, je höher die Klassenstufe ist, immer zusammen bearbeitet werden. Am Anfang natürlich noch allein, aber die Kinder sollen frühzeitig lernen, eine Teamarbeit zu leisten. Die Wertung 1 zu 1 zu 3 ist übrigens nur ein Beispiel und kann natürlich beliebig abgeändert werden. Wiederholen von Modulen. Wenn der Schüler mindestens zweimal 0 Punkte oder mindestens dreimal einen Punkt in seiner gesamten Schulzeit hat, so muss er die betreffenden Module wiederholen. Diese Idee trägt dem Umstand Rechnung, dass Leute einfach manchmal Defizitfächer haben, die sie auch nicht ausgleichen können. So kann er sich während seiner gesamten Schulzeit sogar eine 6 erlauben, ohne das entsprechende Modul wiederholen zu müssen. Das führt auch nicht dazu, dass man eine komplette Jahrgangsstufe wiederholen muss und somit ein Jahr Arbeitszeit verliert, sondern wirklich nur das entsprechende Fach wiederholt werden muss, bis man unter die entsprechenden Grenzen kommt. Siehe hier höchstens einmal 0 Punkte, höchstens zweimal einen Punkt. Für Sport gilt dies nicht. Was auch noch besonders ist, der Schüler hat durch das neue System höhere Flexibilität, denn er kann beispielsweise die Module Mathematik 7 und Mathematik 8 in einem Jahr wählen
wenn er der Meinung ist, dass der erhöhte Aufwand ihn nicht überfordert. Somit können gute Schüler beschleunigter arbeiten und schwächere Schüler arbeiten im Plan eben so, wie er empfohlen wird. Zur Umsetzung. Die Schulen erhalten eine Software, die zum Beispiel auf Basis relationaler Datenbanken die Schüler und Eltern dabei anleitet, die richtige Fächerauswahl zu treffen und gibt praktische Hinweise dafür, wann man welche Fächerkombination wählen sollte und wann nicht. Die Auswahl soll dabei online über eine Umfrage erfolgen, bei der der Schüler oder die Eltern die Gelegenheit haben, lange zu überlegen, und die Schule derweil lässt ohnehin an Computer die Stundenpläne erstellen und hat daher reicht ein Tag auf jeden Fall aus. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und bitten nochmal um konstruktive Kritik. Schickt uns dazu einfach eine E-Mail an die Adresse, die unten in der Beschreibung angegeben ist, oder schreibt einen Kommentar.